Guten Morgen aus Hello, Kalifornien. Everybody. Sorry, dass wir so lange nichts von uns hören haben lassen, aber wir waren ja jetzt mit L'Oreal hier. Erst in L.A., dann waren wir in Santa Barbara und jetzt sind wir in Palm Springs. Palm Springs. Ja, wir konnten gar nicht anfangen zu drehen anfangs, weil wir wirklich so beschäftigt waren. Ja. L'Oreal war ja ein Mega-Event. Mega cool. War so cool. Schön. Wir haben ja viele Shootings auch gehabt mit L'Oreal zusammen, waren in einer richtig coolen Villa in den Hollywood Hills. Adam Levine war da, das ist ja das Gesicht von L'Oreal. Dann waren wir auf einem NBA-Spiel sogar. Also das war eine Mega-Überraschung cool. von L'Oreal. Ja. Da waren wir beim Essen gesessen, dann hat es geheißen, jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung. Ja. Alle ganz gespannt. Ja, wir gehen morgen auf ein NBA-Spiel, LA Clippers gegen Warriors. Ja. War Wahnsinn. War richtig cool. Coolio hatte da einen Auftritt mit Gangsters ja, Paradise. Paradise, so cool. Dann war Jennifer Garner war auch im Stadion gesessen, also mehrere. Wir haben auch Arnold Schwarzenegger schon gesehen in L.A. Dann haben wir Shira Butler war mit uns beim Frühstücken mehr oder weniger. Und, also was heißt nicht mit uns, aber der saß zwei Meter am Nebentisch. Direkt neben uns, ja. Vielleicht habt ihr es sogar in unserer Story gesehen. Wir haben ja auf Instagram ein bisschen was hochgeladen. Falls ihr uns da noch nicht folgt, werde ich euch mal unseren Instagram-Account hier einblenden. Ja. Da haben wir viele Eindrücke schon hochgeladen, also vor diesem YouTube jetzt. Aber jetzt haben wir gesagt, heute fangen wir zum Filmen an, jetzt geht's wieder los. Und wir gehen jetzt erstmal was frühstücken, denn bei uns ist es gerade mal 9 Uhr morgens. Ja. Ja, wir haben hier auch, jetzt können wir gleich erzählen oder mal ganz kurz hier einen Rundgang machen. So ein cooles Hotel richtig hier, cool. Palm Springs, das ist ein Hotel, da ist jedes Zimmer komplett um den ganzen Pool gebaut. Ja. Also es ist Wahnsinn, es sind glaube ich gerade mal so 15 Zimmer, aber jeder hat den perfekten Ausblick. Ja. Und hier stehen so unglaublich viele Palmen, das ist echt der Wahnsinn. Also so viele Palmen auf einem Fleck habe ich echt noch nie irgendwo gesehen, richtig schön. Ja, mega. Gestern Abend waren wir schon im Jacuzzi. Das ist richtig so 30 Grad oder so, richtig schön Badewannen-Feeling. Ja. Und dann haben die überall so Feuerstellen aufgebaut. Aber ich würde sagen, wir nehmen euch einfach mit durch den Tag, zeigen euch alles nochmal und dann seht ihr das ja selbst, oder? Ja. Und jetzt gehen wir frühstücken. Jetzt holen wir erstmal den Patrick ab, weil der ist auch noch dabei. Der ist mit uns dabei, genau. Der ist mit uns dabei. Und ja. Und dann gehen wir frühstücken. Und unser tägliches Ritual ist, ich zeig's euch mal. FaceTime. Hier ist. Ja, mit den Kids. Dann zählen wir die Tage runter, bis wann wir uns wiedersehen. Oh. Wir vermissen sie total und sie uns natürlich. Papa? Ja. Aber gibt eigentlich in dem Land bei euch. Ein ferngesteuertes Auto gibt es bestimmt, aber ich weiß nicht, ob der Papi das in den Koffer reinbekommt. Da müssen wir vielleicht bei uns in Deutschland schauen. Ha? Noch besser, wenn du das selber ausführst, oder? Ha? So, unser Frühstück ist angekommen. Letztens habe ich schon gesagt, es gibt fast jeden Tag Burger. Jetzt sitzen wir beim Frühstücken. Jetzt gibt es einen Burger mit einem Rührei drauf. Ja, ich habe doch gesagt, heute wäre mal ein richtiges Frühstück mit Rührei, Speck, so auf dem Teller. Aber jetzt ist es wieder ein Burger. Ja. Ja, aber wird bestimmt schmecken. Aber wir haben alle drei das gleiche. Ja. Wird, glaube ich, passen. Das ist American Style hier. Richtig lecker sieht es aber aus. Ein Cappuccino dazu, frischen Orangensaft. Ja, wenn wir 4K unterwegs sind. Und das ist übrigens der Patrick. Ja, den habt ihr ja schon mal gesehen. Und zwar, als wir auf Sylt waren,
Da haben wir die Buggy-Tour gemacht und da habt ihr den Patrick auch schon mal ganz kurz gesehen. Ich werde euch mal seinen Instagram-Account hier rein verlinken. Könnt ihr euch da auch mal seine Bilder angucken, richtig tolle Bilder. Also er hat wirklich einen richtig guten Instagram-Kanal. Seitdem du jetzt seine Bilder machst, seitdem wir hier sind, ist er noch viel besser. Jetzt sind sie, ja klar, wollte ich gerade sagen, jetzt sind sie noch besser. Noch viel besser. Quatsch, nein. Dauerhaft müsst ihr mal vorbeischauen. Ja. Richtig schön. So, und wir lassen es uns jetzt schmecken und dann geht's weiter. Schaut mal, was wir gerade entdeckt haben. Normalerweise, also wir wussten, dass das in L.A. ist oder dass es die Flügel in L.A. gibt, aber in Palm Springs, ganz zufällig entdeckt. Richtig schön. Da werden wir jetzt auf jeden Fall Bilder machen. Ah, ich freue mich. Was war das? I will not bow down. Keep putting me off, I'm not gonna change my mind. You're headstrong forward. But this time around, I'm taking my time, don't push me. I'm not coming down, I'm not giving up. Oh, don't rush me. Schaut mal, wo wir gerade Halt gemacht haben. Hier sind ganz viele Windräder, also es sieht richtig cool aus. Aber eigentlich war unser Plan ein ganz anderer, ne? Wir wollten dieses, es gibt hier so ein Künstlerviertel, nennt sich das, glaube ich, so ganz sicher sind wir uns auch nicht. Da gibt es ein Haus, das heißt ein Haus, das ist eigentlich ein Mirror House. Mirror House. Komplett aus Spiegeln. Ja. Komplett. Und dann gibt es doch so einen Kreis, auch mit so ganz vielen Spiegeldingern. Und da wollten wir eigentlich hin und uns das ein bisschen angucken, aber... Hat leider nicht geklappt. Keine Chance. Also entweder... Keiner weiß Bescheid. Eventuell ist es nicht mehr da. Ja. Keine Ahnung, wie und was. Also viele haben uns jetzt gesagt, das ist scheinbar geschlossen, das gibt es nicht mehr. Die anderen meinten, ja, da gibt es nur Koordinaten. Auf jeden Fall haben wir es nicht gefunden, leider. Aber dafür haben wir ein bisschen was von Palm Springs gesehen, weil wir jetzt echt gut rumgekommen sind. Und jetzt sind wir eben ausgestiegen, weil das echt so schön aussah. Schaut mal, wie schön das aussieht. Gerade eben war die Sonne noch mehr da, dann war das richtig schön. Da hinten kann man es, glaube ich, noch sehen. Also es war echt schön. Aber jetzt haben wir Hunger und Durst. Der Magen knurrt. Jetzt ja. Schauen, dass wir was zu essen bekommen, oder? Genau, ich glaube, wir gehen jetzt Abendessen oder so. Ja. Das machen wir jetzt. Nehmen wir euch mit und dann gehen wir noch ein bisschen ins Hotel. Und ich freue mich wieder auf den Jacuzzi. Gestern Abend haben wir noch Jacuzzi gemacht. Und ich glaube, das machen wir heute auch, oder? Ja. So, wir sind jetzt erstmal wieder kurz ins Hotel, machen uns ein bisschen frisch und dann gehen wir Abendessen. Und ich muss sagen, ich vermisse die Kinder schon echt extrem. Mm. Also es ist schon hart ohne die Kids, ne? Ja. Also das machen wir so schnell nicht mehr jetzt. Nee, es ist zwar mal schön, wenn wir so für uns sind, aber das reicht auch nach 2-3 Tagen und dann vermisst man die. Man muss dazu auch sagen, also wir haben das jetzt, der Gabriel ist jetzt 7 Jahre alt. Das ist das erste Mal, dass wir sowas machen. Wir haben das noch nie gemacht. Noch nie länger wie eine Nacht waren wir von den Kindern getrennt. Und es ist schon echt hart. Also wir facetimen zwar jeden Morgen, aber boah, es ist schon hart, muss ich schon sagen. Mega hart. Und durch die Zeitverschiebung können wir auch nicht ständig in Kontakt sein, sondern es geht meistens nur dann, wenn es bei uns morgens ist. Dann ist es bei denen abends. Ansonsten funktioniert es nicht. Also man hört sich eigentlich auch nur einmal am Tag. Ja, ist schon ein bisschen schwer. Aber jetzt haben wir es dann auch bald geschafft. Genau, das müssen wir dann wieder sehen. Sehen wir sie wieder. Ja, wir freuen uns total. Ja. Aber ich mache mir auch keinen großen Kopf. Also die Oma ist da. Also ich habe schon gehört, in der Schule funktioniert alles wunderbar. Ich habe ihr die ganzen Login-Daten von Sofa-Tutor zum Beispiel gegeben. Damit lernen ja die Kinder. Habe ich euch jetzt auch schon 2 oder 3 Mal hier in meinen Videos vorgestellt. Das ist wirklich eine mega coole Plattform. Also da können die Kinder wirklich ganz individuell nach ihren Lernbedürfnissen nachschauen. Können zum Beispiel Mathe auswählen oder Deutsch auswählen oder Englisch. Also es ist wirklich ganz easy. Ich kann es euch gerne mal hier einblenden, da wo Thomas sein Kopf ist und zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Ich habe auch einen Rabattcode bekommen von Sofa-Tutor. Also ihr könnt mit dem Link, den ich euch in die Infobox poste, 50% bei der Anmeldung sparen und das ist wirklich richtig rentabel. Und von Mama zu Mama, ich habe schon 2-3 Mal gesagt, ich kann es euch nur absolut ans Herz legen. Also auch deswegen bin ich so beruhigt, weil ich weiß, meine Mama, die kommt ja jetzt zu uns und hat dieses ganze Schulische jetzt ja gar nicht so aktuell mitbekommen. Das heißt, sie wird quasi
reingeworfen und muss von 0 auf 100 helfen können. Und die Kinder wissen ganz genau, dass sie auch bei Sofatutor nachschauen können. Also Gabriel sowohl Serafina, da ist wirklich jede Alters- und Jahrgangsstufe dabei. Kann man ganz individuell nutzen. Deswegen eine ganz, ganz große Empfehlung an dieser Stelle. Denn deswegen sind wir, glaube ich, auch ein bisschen beruhigter, was das mit der Schule so angeht. Ja. Also es ist wirklich auf jeden Fall richtig toll. Das sind auch so kleine Videos, die die Kinder sich anschauen. Also das ist nicht nur so trockenes Material, sondern das wird auch über Videos erklärt. Richtig, richtig gut. Also macht den Kids richtig Spaß. Ja. Ich gehe jetzt duschen, weil wir machen uns jetzt fertig, dass wir zum Essen gehen können. Okay. Warte, ich muss erst ganz kurz noch das Bad zeigen. Ach so. Ja, also wie gesagt, ich linke euch den Link in die Infobox, dann könnt ihr da mal reinschauen. Und ich zeige euch jetzt mal schnell das Bad, bevor Thomas das billigt. Also hier kommt man rein und wir haben wirklich die ganze Zeit schon so mega große Duschen. Vielleicht erinnert ihr euch, in Dubai, in unserem Dubai-Vlog hatten wir schon so eine mega große Dusche und hier auch wieder. Obwohl es eigentlich ein recht kleines Zimmer ist, aber die Dusche ist riesig. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Waschbereich. Also ich finde, das ist richtig süß gemacht. Da bin ich. Und ja, hier ist unser, beziehungsweise mein Chaos, mein explodierter Koffer. Aber so sieht die Realität aus. Ist nicht alles so schön eingeordnet, weil wir ja auch immer unterwegs waren. Also wir sind ja jetzt die letzten Tage wirklich nur 2 Nächte immer im Hotel gewesen. Und deswegen habe ich den Koffer eigentlich gar nicht ausgepackt. So, und das ist unser Bett. Schön, ne? Also ich finde es total toll. Und nicht zu vergessen, auch unsere Terrasse zeigen. Ja, genau. Das ist hier eigentlich eine mega coole Terrasse. Also wir kommen hier eigentlich raus. Und haben direkt erste Linie zum Pool. Richtig cool. Das Hotel ist eh so aufgebaut, dass hier quasi einmal ringsrum die Zimmer sind. Du bist ja der Rheinmeister. Der Rheinmeister? Richtig cool. Habe ich gesagt, oder? Habe ich gar nicht gemerkt. Ich würde sagen, du gehst jetzt mal duschen und dann gehen wir essen. Schnell! So, wir haben jetzt ein cooles Lokal hier gefunden jetzt. Ein Italiener. Gibt's ganz feines Essen. Schatzi hat, was hast du? Ja, genau. Salat. Und bei mir gibt's Bruschetta Pomodoro. Beim Patrick gibt's Fungi ohne Fungi. Ja, da gibt's noch eine Story dazu. Also zu Fungi, da gibt's noch eine Story. Patrick und ich wollten zum Pizzaessen gehen, haben eine Fungi-Pizza bestellt. Und was ist gekommen? Eine Fungi. Ohne Fungi. Wir haben uns eine Pizza hingestellt, da haben komplett die Mushrooms gefehlt. Und dann sagt die Benito noch, oh, missing the Fungi. Without Mushrooms. Und dann haben wir noch Mushrooms bekommen. Ja, im Nachgang aber. Aber vollen Preis haben wir bezahlt. Aber egal, für uns war es der Lacher den ganzen Abend. Lecker, schaut mal Leute, das ist unser Hauptgang. Ich habe Rigatoni Bolognese, Thomas auch. Und Patrick hat mit Caprese. Ohne Caprese. Lecker. Wir hauen rein. So, wir sind zurück im Hotel. Das Bäuchlein ist voll. Und wir sind happy. Voll ist er. Und hier sieht es so schön aus. Wir sind ja gestern auch abends angekommen. Und dann hatten wir auch so diese Aussicht. Ich zeige es euch mal schnell. Mit den Feuerstellen und so. Es brennen überall so kleine Feuerstellen. Du musst was näher rangehen, weil sonst sieht man das. Ja. Mach mal einen Rundlauf. Wir machen einen Rundlauf, genau. Ich drehe mal die Kamera rum, dann seht ihr ein bisschen mehr. Da waren wir gestern schon drin, in dem schönen Jacuzzi. Da kann man hier hinten so einen Hebel rumdrehen und dann ist quasi auch ein Whirlpool. Genau. Und es hat wirklich, also ich glaube 30 Grad oder so. Über 30 Grad. So warm, dass man dann irgendwann raus muss, weil man so schwitzt. Und da gehen wir jetzt auch gleich wieder rein. Ich freue mich drauf. Jetzt schaut euch mal das an, wie schön das einfach ist. Man kann hier sitzen am Feuer, noch ein bisschen chillen. Ist echt schön. Vor allem, das sind so Steine. Das sieht richtig cool aus. Und ist warm. Also man kann es hier echt aushalten. Ne, Schatz? Richtig schön. Ich führe es mal vor. Wie es funktioniert, genau. Die typische Bewegung mit den Händen. Und das hat man hier überall. Also da ist auch nochmal eine Feuerstelle. Da ist der große Pool. Und da drüben ist unser Zimmer. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert. Ich finde das Hotel total schön. Obwohl es so klein ist, aber es ist so schön. Von außen, ne Schatz, von außen sieht es total unscheinbar aus. Total unscheinbar. Wir sind hierher gefahren und haben gesagt, oh, ob das jetzt was ist.
Und dann kommen wir hier rein und es sieht einfach nur so schön aus. Ich würde sagen, wir schmeißen uns jetzt in Badeklamotten und dann ab in Jacuzzi. Aber ganz schnell. Aber ganz schnell. Ja. Vor allem, wir haben es hier erst 8 Uhr, ne? 8 Uhr. Aber es fühlt sich so an, als wäre es schon 11 Uhr. Wir sind so früh, so müde. Wir sagen schon, wie so ein altes Ehepärchen, was um 7 Uhr ins Bett geht. Das ist das Klima hier irgendwie. Ja, es ist echt. Oder? Der Jetlag hält immer noch an bei uns. Ich weiß nicht. Nö, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist irgendwie mit dem Wetter hier. Ja. Da bist du abends schon. Die Amis, die tun auch alle ziemlich früh essen gehen. Ja. Und wir sind ja auch den ganzen Tag unterwegs. Also es ist ja nicht so, dass wir abchillen am Pool. Wir sind wirklich, wir schauen uns Sachen an, wir fahren mit dem Auto. Und ich glaube, das strengt uns so an. Die ganzen Eindrücke und so. Ja. Also, ab in Jacuzzi, den Abend ausklingen lassen. So, jetzt sind wir voll unscharf. Warum sind wir ein bisschen unscharf? Na, dann sind wir halt unscharf. Also, ich würde sagen, verabschieden wir uns. Ja, warte. Okay, wir sind wieder scharf. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt für heute von euch. Und wir drehen, glaube ich, morgen oder übermorgen sogar wieder. Wir fahren nach L.A. zurück. Also morgen geht es zurück nach L.A., ja. Aber da werden wir, glaube ich, nicht drehen. Ich glaube, einen Folgetag. Übermorgen dann. Ja. Genau, dann nehmen wir euch dann nochmal mit. L.A., ja. Venice Beach. Santa Monica Pier, oh, so genau. Schön. Also mega cool. Da waren wir nämlich schon unterwegs und haben Arnold Schwarzenegger auch noch getroffen. Genau, den haben wir dort getroffen. Und Gerard Butler beim Frühstück. Das haben wir heute Morgen ja schon erzählt. So, jetzt haben wir Bikini an und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, wenn ihr noch nicht bis dann. Abonniert also, habt, könnt ihr einmal hier oben drauf klicken. Ciao, ciao. Und die letzten beiden Videos ab ins Jacuzzi sind hier unten verlinkt. Also bis zum nächsten Mal.